Ja, was? Was? Ja, ich bin Nicht ready, oder? prefund für die Waffe. Okay, streamst du schon, Murmeli? Ich streame gar nicht. Ich pulle einfach, weil ich habe Ich eh meine nur auf drei Discord. Freunde. Ich streame nicht auf Discord. Was? Mach doch. Ja, nein, weil ich habe 5 Pulls und ich spiele auf PlayStation. Oh ja, gut, dann pull halt. Frosch, Ich willst du anfangen könnte. oder soll ich anfangen? Ich fange an, Leute. Let's Okay, go. Erster Pull. dann kommt Chlorint jetzt. Ich call's halt. Nicht. Zweiter Pull. Oh, Gold. Ja. Nein, ich habe Kitsching bekommen. Es ist basically Digga, er hat. Chlorint in Das ist schlecht. ja wirklich verbrecherisch. Guck, zwei Puls, Instant Fivestar, das ist ja insane. Ja, trotzdem, Dritter Pull, congrats, okay, leider nicht. das Aber ist hey, free Kitsching, guaranteed. ich meine, free 5 Star, ne? Es ist free guaranteed und free 5 Star und free extra Und Puls. Kitsching wollte ich schon immer haben. Bodenlos. Guck, was ist das? Was ist das? Hey, what the actual fuck? Das kann nicht sein. Ich muss mal kurz mein Team erstmal vorbereiten für Puls. Aber ich kann ja noch jetzt einen Free Pull holen von Ding. Ja. Für Stand-Up Banner. Noch Gold, nochmal, nochmal. What? Sam. Nochmal. Noch ne Kitsching. Hä? Ach so, Standard Banner. Oh mein Gott, ich Ja, dachte gerade. Stand-Up Banner. Das war ein Noch ne Standard Kitsching. Banner Puls. Ja, von ihrem Level von 20. Noch ne Kitsching. Ach so, du hast Kitchen gerade eben bekommen auf dem Character Banner. Oh. Ja, und dann habe ich die What Levels. the Nein, ich habe sie bekommen von Chlorint. Ja? Dann habe ich den Stand-Up Banner Pull gemacht, den ich bekomme, wenn ich es auf Level 20 mache. Und da habe ich noch eine Kitsching bekommen. What the fuck? Ja, guck mal. Holy shit. Congrats, Das Mann. ist ja so lächerlich. Warte, warte. Ich glaube, ihre C1 ist nicht gut. Ich weiß nicht mal, was ihre C1 macht. Kitching hat mich nie Aber das ist mir interessiert. egal. Ich meine, ich habe gerade einfach wieder zwei Five-Stars back-to-back Wen soll. bekommen. Warte, wen soll ich ins Team machen, um Chlorint zu Warte, ich holen? kann nochmal zwei Stand-Up-Banner-Pulls holen. Oder wait, ich will eigentlich Bennett summonen. Wen soll ich für Hey Bennett Digga, aber holen was war ins das? Was Team? ist gerade passiert? Schon wieder einfach zwei Five-Stars back-to-back. Ja, es ist. Guck, Jetzt Jonathan, habe ich das aber ist komplett C1. gestört. Das ist krasser als dein Luck. Und zwar Jetzt habe ich einfach deutlich. C1 Kitsching. What the fuck? Was? Aber ist Kitsching ein bisschen viable in irgendeiner Art von Team? Nein. Ja, ist Ja, sie. vielleicht Doch, in ist sie. Dendro. Ist sie. Aber sie ist nicht gut. Ja, Ich habe auch egal. Kitsching bekommen und war richtig mad irgendwann mal. Hä, wieso? Wenn du sie back-to-back free bekommst, dann ist doch nice. Das sind Na, außerdem hab Free ich aber nicht. Puls, weil du ja dafür auch noch Dings. Also, oder ein Pull zumindest. Weil Hey Digga, aber Constellation das war 1. ja gerade, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal Early Kitsching bekomme hintereinander back-to-back? 0,3% mal 0,6%. Das war ja Nein, gerade so lächerlich. Kitching. Meinst du ausgerechnet Kitching? Hm? Oder allgemein? Ja, 5-Star. Kitsching. Beide Oh! hintereinander. Oh, wait, ganz kurz. Ich werde jetzt wieder meinen Lieblingscalculator rausholen. Das sind erstmal, okay, 0,003 mal 0,006 mal 0, sagen wir es mal so, 1 geteilt durch 7 im Quadrat. Das ist, und jetzt nehmen wir es mal 100, dass wir eine Prozentzahl haben, eine 0,00000000367735% Chance. Digga, warum passiert mir sowas? Junge Buchan, Junge Buche. Ich werde schreien. Ruf vielleicht. Oder ich bin generell laut. Deshalb. Mein Vater fragt mich, Digga, weshalb ich das Fenster nicht öffne. warum passiert mir sowas? Guck mal, das Was ist ist das, gerade was ich meine. passiert? Das ist insane gestört. Zwei Kitchings sind zwei Puls. Ja. Das ist. Ah, wait, my bad, my bad. Ich hab gelogen. Lass mich nochmal vorlesen. Hä? Wait. Das ist. Lass mich nochmal von vorne vorlesen. 0,000367%. Ist immer noch sind immer noch vier Nachkommastellen, die erst 0 sind. Erst ab der fünften wird es eine Zahl und das ist in Prozent. Das heißt, wenn wir es als ganze Zahlen rechnen sollten, wäre das 0,000000. 367. Warte, soll ich Kitsching in einem ähnlichen Team spielen wie Chlorint dann? Ja. Ja. Cool. Das ist. Man erwartet, dass du so einen Pull hast, Kitching back to back. Normalerweise alle 27.222 Pulls. Aber ich habe jetzt eine Frage. Ja? Also warte, wenn du mir nicht glaubst, ich kann sie kurz in den Nee, ich Schaukasten tun. glaub's dir. Ich weiß es. Und vor allem das Crazy ist halt mit dem einen Stand-Up-Banner-Pull dann auch noch, ne? Ja.
Das ändert aber nicht dann seine einfach Wahrscheinlichkeit. noch eine Kaching. Weißt du, das ist halt so crazy. Vor allem, ich war Stand-Up-Banner, war ich auch Low-PT, weil da hatte ich erst vor 10 Pulls D-Lock bekommen. Aber es ist kein Best Case, aber sagen wir mal, zwei Kitchings ist dein Best Case. Wenn zwei Kitchings für dich Best Case wäre, dann wäre das ein Best Case von 1 in 27.222. Nein, eine DA wäre jetzt noch nice gewesen. Ja, gut, okay. Dann sagen wir Aber halt was nur für 1 die. in 23.000, 1 Digga, in aber 13.000 Kaching Best C1 ist, Case. glaube ich, mies ass, oder? Das weiß ich nicht. Ich hab sie, glaube ich, sogar C1. Nee, hab ich nicht. Also, Das ist ja ist sie komplett denn. Dogshit! Ich weiß. Das ist ja die schlechteste Con-Dev. Okay, der ja wäre actually besser. Egal, Frosch, Nein, die willst du pullen oder soll ich Stand-Up pullen? Banner konnten alle ass. Ja, pull du mal. Ich muss noch ein Aber bisschen warte, exploren für Kaching, eine Weapon-Map. Frage, eine Okay. Frage. Oh, ich lieg's da drin. Spiele ich sie auch dann einfach Nahida? Nahida, Sucrose, Sacros. Ja. Saccharose. Man sagt auch nicht Saccharose im Deutschen, man sagt Saccharose, wenn schon. Ja, soll ich die beiden und dann noch Fischl? Wenn du sterben willst, ja. Egal, es passt schon. Oder es Okay. ist unmöglicher, mich zu clearen mit ihr. Es ist nicht unmöglich, aber du musst halt gut spielen können. Das ist Okay, chillig. wen soll ich ins Team packen als Dings für Bennett? Als ein Ritual für Bennett? Keine Ahnung, du siehst bestimmt wahrscheinlich weniger Zweiflers als ich. Ja, ach was, hätte ich nicht gedacht. Ich Ja, aber ziehe warum habe ich mit zwei idealerweise sogar gar gerechnet? keinen, weil ich Ich habe mit will. einem gerechnet, aber back-to-back zwei, das ist lächerlich. Ja, ist es auch, ich weiß. Und warum passiert mir das jeden Patch? Ja, frag mich nicht! Und warum klingt das so, wie wenn du dich beschweren würdest, Bro? Ja, es ist auch irgendwie, wundere ich mich langsam. Es ist nicht mehr Ja, normal. das wundert man sich auch schon nach dem zweiten Patch, wenn es zwei Patches hintereinander passiert. Nicht nur beim ersten Mal. Wait. Ich weiß nicht. Den Traveler wegen Freunde und so. Wait, was? Ich weiß nicht, was gemeint ist, aber hallo, Chuck. Schön, dass du noch da bist. Mann, wen soll ich ins Team packen? Was ist. Nee, ich glaube, Fische ist actually ein guter Call. Fische und Bennett gibt es in einer Daily Commission. Das heißt, ich mache Ritual. Ich gehe erstmal zu. Wie immer. Fortress of Meripede. Im So Fortress bin wir für da. Bennett. Traveler. Ach so. Oh. Ja, true, okay, es macht Sinn. Ach so, warst du gar nicht da, Johnny? Ich bin jetzt wieder da. Als er zweimal Kitching bekommen hat, back to back. Doch, da war ich da. Ah, gut. Du hast auch gehört, dass es ein 1 in 13.000 Best Case war, ne? Nein. Ja, es war ein 1 in 13.000 Best Case. Das heißt, alle 13.000 Pulls sollte so ein guter Pull für ihn kommen. Ja, aber bei mir kommt das irgendwie alle 10 Puls. Genau. Manifestiert sich vielleicht bei dir langsam so ein Bild, Johnny, wie der Typ aussieht? Ich würde sagen, er sieht so aus, wenn er so einen Schnabel hätte, so eine Gans ist, mit so einem vierblättrigen Kleeblatt. Und so einen Cousin hat, der Donald Duck heißt. Und das bin Junge, ich ich. glaube sogar Gustav Gans würde gegen mich verlieren im Würfel würfeln. True! Ich würde Gustav Gans besiegen. Einfach besser als Gustav. Shit, Bro. Nein, aber jetzt mal wirklich ehrlich, jetzt hört der Spaß halt auf. Nein. Doch, weil, Bro, Nein. Bro ist halt ich actually kann. so sauer. Johnny ist so salty, das ist crazy, wirklich. Sein pH-Wert ist minus 10. Was ist? Warum passiert Was das? ist pH-Wert? Hä? Ja, das weißt du halt nicht mal, ne? Ungebildetes Stück Scheiße. Aber Spaß. was Sorry. ist denn Warte jetzt ich. los? Nichts, Nee, aber nichts. es. Ich habe nur über höhere Dinge gesprochen, von der du keine Ahnung hast. Sag mal, was Junge, ich pH-Wert komme einfach ist. nicht drauf klar. Es tut mir leid, dass ich nicht Ich drauf hör auf, klarkomme, sorry, aber. Johnny. Ja, sag mal, was das ist aber. Digga, warum wird der Parametric Transformer nicht aufgeladen? Hä, was ist das? Was ist das? Siehst du das? Frosch, hast du es gesehen? Nö. Wait, ich mach auch erstmal Discord-Stream schon mal an, dass ihr das live sehen könnt. Nein. Ich komme halt auch nicht klar, warum war das auch noch fucking early? Es ist so dumm. Ich fühle mich verarscht. Ja, komm, es reicht. Ja, nein. Lass Ich habe das los. Gefühl, dass Ich hab auch schon Miruyo hat losgelassen einen bei Defekt. dir. Ich Ja, frag nein. nicht mehr, warum das so ist. Ich sag einfach, das ist ein Fehler in der Matrix. Ja, es ist ein Fehler in der Matrix. Ich garantiere es dir, es kann nicht mehr normal sein.
Vor allem, wenn Matze noch hier gewesen wäre. So, jetzt wird hier ein bisschen RNG gemacht, um zu testen, wie gut mein RNG heute ist. Digga, soll ich auch noch ja, das ist nicht so gut. Ich mach das jetzt gerade noch und dann pull ich gleich. Was denkst du, sagen die Stäbchen bei mir? Wahrscheinlich nicht großes Glück. Boah, ich hab keine Ahnung. Die Stäbchen sagen eigentlich auch nicht so viel aus. Wait, wo die ist nochmal? Hier gibt's was. Fick die Stäbchen. Good fortune a day when nothing especially noteworthy happens and yet you cannot help but feel happy. Okay, nee, das stimmt nicht ganz. Egal, ich muss fertig lesen. You will find something you thought was long gone in the nooks and crannies you never noticed before. Hoffentlich Bennett. Food will taste fresher than usual and the scenery ahead will appear brighter than ever. Nee, ich habe mich heute so fett zugefressen, dass ich Bauchschmerzen hatte. The world is full of new and wonderful things. Your lucky object for the day, warm bird egg. Eggs brim with limitless potential. They are the seeds of the future. By the same token, think that the world represents to the life inside the egg. A place filled with unknown and exciting things. Just make sure to treat the egg gently. Was gibt's noch? Ich habe noch ein anderes Fortune Slip bekommen. Nee, habe ich nicht. Es war aber. Nee, warte ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Jo, ich pull auch noch nicht. Ich muss noch kurz schauen, wo es ist. Ich hab zwar hier. Ich gehe ganz kurz für so 2 Minuten aus dem Call, okay? Jo. Even the sweetest sunset just fall from high branches. This is the result of maturity. I see, I see. Dann würde ich sagen. Jetzt wird zum Fischl Only Team geswitcht. Ich würde Fischl und Traveler machen. Tjark hat ja Traveler vorgeschlagen. Das mache ich auch. Aber Fischl ist ja auch ein Kumpel von Bennett. Man hat sie mal in einer Daily Commission gesehen. In einer Daily Commission tatsächlich. Ich gehe auf Drinkspan auch noch. In einer Daily Commission waren sie ja zusammen. Zu sehen mal. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die in Monsted gehabt hattet, aber ich war auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall mal eine Daily Commission, wo Fischl und Bennett beide drin waren. Genau, ich würde auf Peak of Wintergear hier drauflaufen und von hier aus würde ich pullen. Ich meine, Murmeli ist jetzt nicht da, aber ich glaube, ist auch egal. Er hat gesagt 2 Minuten. Wait, ich schaue sowieso noch kurz auf Pity, ne? Ich habe 97 Puls plus 6. Ich werde nicht alle ausgeben, definitiv nicht. Ich meine 97 plus 7 plus 2. Macht 106. Gesundheit, wer auch noch genießt hat. Sagen die Stäbchen? Die haben gesagt, eigentlich Glück. Warte, was muss ich noch? Genau, ich wollte nachschauen, was meine Pity ist. Und dann, wenn ihr bereit seid, würde ich pullen. So viel Pity? Ja, ich bin auf High Pity. Der Waffenbanner ist auch krass. So was habe ich noch nie gesehen. Ja, ich werde aber so nicht auf dem Waffenbanner pullen. Ich hatte 51, ich habe 51 Pity, 4-Star Pity 0 und ich habe Guaranteed. Also, ihr die bereit? Krass, aber ich bin ehrlich, für mich ist die Waffe Hard Skip. Ja, für mich auch. Für Frosch nicht, aber für mich schon. Frosch, Momili, Melwan, you ready? Ja, ich gebe dir ein bisschen von meinem Glück ab. Boah, das wäre gut. Danke, Mann. Also, 61. Boah, ich lasse das alles in das Spiel fließen. Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, 61. Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos. Was? Chlorinth, der neue Charakter. Die ist neu. Sieht komisch aus. Digga, was für sieht komisch aus? Bennett Zethos, Bennett Zethos, Bennett Zethos. Let's go! Bennett C5, huge. Wichtig, wichtig. Nur wegen mir. Nice, nice, nice. Huge. Erstmal endlich C5. Endlich C5. Bennett. Feine fucking DC5. Und dann 71 Bennett Zethos, 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 Bennett Zethos. Bitte beides in einem Tempel. Warum Zethos eigentlich? 3. Ich will ihn haben. Voller Geiles zum Spielen, ganz ehrlich. Er macht Spaß. 6, 7, 8. Oh, ich spüre, es ist der Zethos. 9. Jetzt kommt Guaranteed 4-Star. Zethos. Fuck! Jetzt muss ich mein Guaranteed aufgeben für Chlorinth. Ja, ich weiß. Frosch, ich weiß, Chlorinth ist cool, aber ich wollte aufsparen. Single Pull. Wenn du Glück hast, dann bekommst du noch Zephyrs. Nee, es lohnt sich nicht. Ich mach extra 81. Okay. 81, ja, Chlorinth, okay. Nein, Pity ist weg, egal. Vielleicht auch 2 Currents. Aber Bennett C6 ist nicht wirklich geil. Bennett C6 erlaubt dir erstmal sau viel Zeug zu machen. Egal. Wait, ist das garantiert oder was? Ja, 72, ja. 73, 74, 75,
Spüre, dass gleich noch ein Five-Star kommt. Safe. So wie bei mir. Surely. Aber bei mir war es Early, das ist was anderes. Warte, ich will mal kurz Clarence Yetting hören. Okay, na, Moment, das war's schon. 1, 2, 3. Jetzt kommt der Guaranteed 4-Star. Nevermind, jetzt kommt der 4. Bitte Setos. Das ist Bennett, okay. Nehme ich auch mit. Digga, aber warum hast du so viel Unluck? Ja, bitte frag mich nicht. So, jetzt pull ich auf dem Alhaven-Banner weiter, weil ich will immer noch Setos haben. Das ist Setos, ich spüre es. 3, 4. Ich glaub nicht. 5. Ja, danke, Johnny. Die Motivation 6, ist crazy. 7, 8, 9. Ja, natürlich kriege ich nur auf Guaranteed den 4-Star erst. Ich glaube, er ist der nächste. Perception, fuck you. Ja, okay. Schön wär's. Ja, ja, okay. Perception. Ich sag. Okay. Ja, Jinglinger. Alle Puls für der 4-Star Mund. Nur auf Guaranteed geht's auch noch, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, gut, langsam reicht's auch. Und natürlich nur auf den Guaranteed 4-Star erst. Wie viele Bandits hast du jetzt? Fuck off, was ist das? Haben sie nicht Inventory Space erweitert? Na, ich hab erstmal Chlorint hier. Erstmal, das mit Bennycons hat funktioniert, aber. Die Chlorint, hallo? Was geht? Was ist das? Wollten sie nicht Inventory Space erweitern oder was ist jetzt los? I don't fucking know. Egal, sie hat erstmal Blackcliff Longsword. Ich ändere kurz meine Strategie ab. Oh man, ich will auch, aber dafür habe ich Fake Chlorine, das reicht auch erstmal. Alhaven ist Gaelaf mit KW. I'll take care of this. Das heißt, ich gehe zu deren Zuhause mit KW. KW hat seine Schlüssel verloren, das heißt Alhaven muss kommen. Es gibt ja auch eine Idle Animation, wo Alhaven einfach den Schlüssel von KW findet, den er in seiner Idle nicht mehr findet. Welche Talents levelt man bei Kitching, wenn man sie tatsächlich spielt? Normal Text, Burst. Alles. Ja, Skill okay. Macht aber nicht so viel aus, oder? Glaubst du, ich kann mit ihr Abyss spielen? Ja. Ich hab vergessen, wo deren Haus war, aber ich glaube, es war hier. Es müsste das hier sein. Bin ich mir recht sicher. So, KW hat leider die Schlüssel verloren, das heißt. Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass ich. Du hast aber viel. Bitte. Ich weiß nicht mal, welche Pitty ich bin. Ich glaube irgendwie so 40. Wenn ich einen zweiten 5-Star bekomme, dann quit ich. Dann war es das. Oh mein Gott, es ist Thoma. Aber es ist noch eine normale. Es ist eine Con. Ich hab noch nicht C6. Ich hab C6 leider. Bitte einfach nur Sethos. Oh mein Gott, musst du eh nicht Thoma benutzen. Fuck off. Okay, jetzt komm. Weißt du. Ich glaube, du bist sehr weit am PC. Endlich. Was hat der? Hat der einen Bogen? Ja. Und noch ein Thoma. Oh, das ist wie. Also. Nice. Oh mein Gott. Cool. Oh mein Gott. Ah, endlich. Fick dich, Sethos. Fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, du hast mich zu viele Puls gekostet. Ich hab leider noch keinen Sethos. Du hast einfach nur Pity gebildet. Okay. Ja, aber ich hätte auch gute Forsters in der Zeit bekommen können, weil Bennett war offensichtlich nicht mehr nützlich und Thoma auch nicht. Ich hätte dann auf dem nächsten Banner pullen können mit anderen besseren Forsters. Das ist actually schon ziemlich scheiße. Ja. Egal, ich gebe ihm erstmal. Du hast 3 gewastet. 3 ist noch akzeptabel so. Ich habe Eye of Perception auch noch bekommen. Oder war das pre-Bennett? Wait, what? Ich hatte Bennett C3 erst? Wait, ich hatte ihn C3? Okay, nee, das ist actually. Das ist actually huge. Du hast nichts gewastet. Da habe ich eine Bennycon gewastet. Nevermind, dann war das huge. Das ist actually huge. Fast so lucky wie meine Pult. Ja, trust. Naja, es war besser, als es auch hätte werden können. Es hätte auch einfach komplett Dogshit gehen können.
Hätte ich einfach nur Thomas bekommen oder nur Sethosis ohne Bennett, dann hätte ich noch auf den zweiten Five Ja, oder nur Ka-Chinks, Digga, was ist passiert bei mir? Ja, Bro, ich hatte Guaranteed, du kannst mir jetzt nicht, kannst mir keine Vorwürfe darüber geben. Aber du hast echt viel... Ich hätte sogar lieber gerne Early Kitching bekommen, weil da hätte ich Guaranteed Farina kommen. Jetzt habe ich keine Guaranteed Farina. Ja, stimmt, ich habe jetzt Guaranteed Farina, das ist nice. Ja. Und noch eine Free Kitching einfach vom Standard Banner, die muss mich ja nicht interessieren. Oh wait, ich habe Instant C6 Bennett aktiviert, ich habe vergessen zu warten. Naja, ist auch egal. C0 Sethos ist auch ein bisschen traurig. Oh man. Welche Waffe? Ja, Stringdisk? Pull noch ist fein? D6. Nein, halt die Fresse. Dann bekommst du bestimmt keinen Alhaven. True. Ja, ich werde auch keinen Alhaven bekommen. Ja, wegen dem Puls, weil die nicht reichen, oder? Nee, weil ich Pech hab. Ich hätte noch genug für nächste Pity. Ich hab genug, um bis zu Hard Pity zu kommen, ja. Willst du es durchziehen? Nein! Ich will Farina Cons haben! Es sei denn, Farinas Banner sieht komplett Arsch aus, werde ich auf Farina C1 pullen. Wenn Farina Banner sowas hat wie Dori, Kaveh plus, sagen wir mal, Layla, die schon... Ja, okay, nicht Layla, sagen wir mal Kolleh oder Fremenay, sowas auf dem Level, dann werde ich actually eher auf Alhaven pullen, aber davor nicht. Ich brauche Hilfe in Genshin, ich finde deine Chest nicht. Das ist schade. Egal, ich würde erstmal dann. Ja, aber wenn ich die finde, da bekomme ich nochmal zwei Stand-Up-Banner-Pull. Banner-Pull. Warum hat sie eine Gun? Ja, halt. Und warum hat die dann eine Schwert? Die soll nur eine Gun haben, ist viel besser. Weil das. Nee, weißt du was? Wenn du kein. Ja, genau, wenn du keine Ahnung hast, bitte. Es nervt. Echt. Das wär schon viel hart. Cooler, actually. Es nervt echt hart, Bro. Du hast keinen Plan von denen. Ja, wäre nur eine Gun nicht echt besser? Digga. Guck. Nee, spiel echt. Einfach das Dreckspiel, du Hund, ganz ehrlich. Ja. So, Johnny, no offense, aber es nervt gerade komplett. Was du laberst. Ich würde anfangen mit dem Seahorse dann. Und Frosch, kannst du pullen? Ja. Yeah. Let's go. Wait. Okay, ich wünsche dir genauso viel Glück wie ich, einfach statt Kitchings dann, Einfach, hab einfach ein Triple 5 Star, aber gewinne einfach im Vergleich zu mir. True. Und ja, wenn das schon, passiert, dann hast du einfach easy Chlorin. Darf ich das als C2 Gewinn schon. Zählen? Darf ich das als Gewinn zählen, dass ich zwei 5 Stars bekomme ja. Back to back? Ja. Okay. Das ist insane. Nee, weißt du, das ist bad, das ist Arsch. Aber ist Kitching besser als Chi-Chi? Ja. Ja, klar. Hey, Chi-Chi ist immer noch komplett Arsch. Auch als okay. Healer. Aber dann nur mit, also dann kann ich Kitching wirklich 1:1 selben Team spielen wie Chlorinth. Ja. Nur wenn du sehr gut bist, aber ja. Ja, ich hab kein Problem. Ich mach das. Let's go. Okay. Set? Frosch? Zeit für die Puls? Ja. Thundering Fury. Let's go. Ja, kannst du. Oder Two-Piece oder... Frosch? Alles mögliche. Early 5 Star. Macht 10 Gramm Damage. Oh, und 37,5% Wurf. Primus gefarmt? Ja. Holy shit! 57.000! Okay. Okay, Frosch, why not? Das ist krass. Ich sag Early 5 Star. 5 Star. Ich sage jetzt Early 5 Star und du weißt, wenn ich das sage, dann muss ich. Oh fuck, was hab ich jetzt gemacht? Nein! Early 5 Star! Nein! Wir müssen zuschauen. Oh, what? Lithic Spear? Ist ja Arsch. Doch, Gold. Fuck. Mann, jetzt mach mal hier Early. Alter. Gold. Digga, Murmeli, das liegt nur an dir. Du hast alles geklaut. Alles deine Schuld. Nein, ich hab's nicht. Ich hätte beide Waffen gerne. Einfach nicht die Gold. Fuck. Was ist das? Digga, dieser Scheiß. Was ist das? Also, actually, was macht der Gacha? Fuck the Gacha. Junge, wait, musst du bis zu Hard Pity? Ist nicht schon lange Soft Pity? Ja, gefühlt. Fuck ja, off, Alter, jetzt das Game ist so am Scam. Ja, aber jetzt muss noch Double. Sport kommen. Double. Early ja, und dann Double. Double. 3, 4, let's okay. go. Let's go. Let's fucking go, Frosch. Ease. Jetzt Double, komm. Der Double ja, ist real. Jetzt noch Light of Folia inzwischen. Jetzt noch Light of... Fuck. Oh. Aber nice. Egal. Dann scheiße Fallhaven-Waffe.
Florent eh besser. Let's go. Ja. Florent C6? Fragezeichen? Triple 5-Star early, 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 early. Fuck. Ist garantiert wahrscheinlich. Von wo kommt Dori? Du hast ihn noch nicht mal C6? Das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, ich bekomme noch eine Chevreuse, einfach so. Ich auch. Auf Banner. Digga, Dori so am Scam wieder. Bennett, das ist. Warte, das ist wie viel Coins bekommt der garantiert? Dritter Tempel. Okay. Und der Basic ist. Oh, let's go, let's go. Vierter Tempel. Ja, Digga, also das Game ist halt geschießt am Scam. Ja, warum kann das Game nicht auch mal anderen Luck geben? Oh, early, early, wait, das ist early. Das ist mittel early, das ist. Nein! What? Ja. Digga, dir doch actually ein Hurensohn. Actually Hurensohn, ja. Der hat auch mein 50-50 schon so oft ruiniert, ne? Kein Back-to-Back, Alter. Meines das hat Game er auch zweimal ruiniert. Ah ne, einmal nur. Hä, aber warte. Wait, warum hast du jetzt nicht garantiert gehabt? Achso, wegen Baiju, sorry. Ja. Zweiter Tempel, aber es ist basically der dritte schon. Fuck, vierter Tempel. Early, please, early. Oh man, early. Okay, nice. Let's go, yes. Let's go. Immerhin early. Ich will das Gejappe anhören. Ist ungefähr. Was? Michael. Willst du es dir anhören oder nicht? Hast du gerade gesagt. Nein, eigentlich nicht. Oh, schade. So, wait. Okay, let's go. Ich gebe ihr noch ihre Waffe, um sie zu motivieren. Let's go. This is the way. Und actually. Okay. Mal schauen, wie gut ich prefarmed habe. 3200 von Blauen hast du, das ist krass. Ja, krass, ja wegen Starglitter und so. Das ist insane. Welches Set ist jetzt auf ihr besser? Thundering Fury oder das was von. Was braucht die nochmal? Whimsy in Single Target und Thundering Fury in Multiwave. Putzen? Also und welches kann man jetzt im Allgemeinen auf ihr nehmen? Wait, was? 30 Millionen Morra? Yeah. Ja, ist doch easy, du nicht, Jing. Na komm halt einmal. Ist Haran. Wie viel. Wait, wenn man ihr Thundering Fury gibt. Oder Fury, meine ich so. Furry. Ja, Furry. Ja, ich hab das einmal von The Jeff gehört und der hat mich damit gepoisoned. Der Furry? Ja. Wait, sagst du dann, wenn du pulst? Ja. Okay, ich schau mal kurz. Was das angeht. If current spawn of life is equal to or greater than 100% of her max HP, her crit rate will be increased by 10% for 15 seconds whenever her bound of life value increases or decreases, max 2 stacks. Das heißt, nach dem zweiten Dash kriegt sie 20% crit rate dazu, ne? Das heißt, du willst sie idealerweise so auf 85% crit rate balancen. Oder nicht? Kann sein. Oder 80. Ja. Oder ein bisschen mehr oder weniger. Also 80 mindestens, aber ein bisschen mehr, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Wait, boah, die Weekly Boss ist so am Trollen. Hey, Pingling, aber schau, ich hab dir gesagt, ich verliere mal ein 50-50. Jetzt habe ich sogar mal ein 50-50 verloren. Das ist actually krass, aber das war auf Single-Digit-Pity mal wieder. Ja, aber schau, dafür auch noch Back-to-Back dann danach. Back-to-Back nicht mal im Tempel, sondern Back-to-Back in den Singles. Ja, das ist so das krank. Das haben sie gemacht, um wieder gut zu machen, dass ich ein 50-50 verloren habe. So, und warum machen sie es mir nicht mal gut, dass ich 3 Deas bekommen habe und immer High-Pity 50-50 verliere und dann nicht meinen 5-Star bekomme, den ich habe? Ich Potenzial steckt, weil ich Schweizer bin. Ach so, ja, okay. Sie wollen keinen Schweizer Player verlieren. Ja, Bro, du payst weniger rein als manche andere Leute, die mehr Pech haben als du. Ja, es ist auch nicht schwer, mehr Pech zu haben als ich tatsächlich. Glaubt ihr, wenn Leute lucky sind, payen sie rein? Nein. Oder ja, wenn sie Pech haben. Ich glaube, es ist irgendwie unabhängig. Ey, sag doch, dass du pulst! Achso, Standard. Andropender. Ich hab grad irgendwas gehört. Komm, ich Kucho Sarah. Oh, oh no. Aber pull nice. Refund. True. Komm, back to back 5-Star. Back to back. Fuck you. Aber Sethos, das ist gut. Also ist die C1 gut oder wie? Oder willst du überhaupt Sethos spielen? Ja. Ja, Bro, ich hab Chevreuse, was will ich von Sephos? Na gut. Dritter Tempel. Ah, Mann. Vierter. Please. Oh, pass auf. Mann. Vor allem, du kriegst auch nur einen Forster pro Tempel, was ist das? Das ist es, ich spüre es. Oh, ich hab's gesagt. What the fuck? Stop. Fünfter Tempel. Du hast nur Earlys bekommen heute, Frosch. Hast wait, du gehört? Nice. Ich hab's gecallt, schau.
Das ist nur, weil ich das sage. Schau. Ja, du hast bei mir jedes Mal gecallt und jedes Mal verkackt. Ja, du hast irgendwie 10-mal gecallt und 9-mal verkackt. Ja, aber jetzt hat's funktioniert, schau. Ach so, ja, gut. Nochmal Early? Nein, nein. Oder lange. Ich spüre nicht den Early gerade. Aha, Mann. Aber let's go. Erstmal 2-mal hintereinander 50-50 win, ne? Das ist huge. Nee. Wait, warte, ich warum spüre nicht? Eine ach so, ach schon, D-Look. Ich glaube, scheiße, egal. My bad. Aber dafür 3-mal back-to-back, also nicht back-to-back, 3-mal hintereinander Early. In unter 50. Ist gut, würde ich sagen, oder? Jetzt bekommst du sie nach diesem Pull. Jetzt. Jetzt ist auch 60, oder? Ich hab keine Ahnung. What the fuck, Alter, Mummeli, so ein Trollen. Schau mal, das ist, ich, aber es ist, glaube ich, es wait, ist leise, jetzt kommt Clorin, jetzt kommt Clorin. Ja, obviously. Let's fucking go, oha. Mummeli callt huge. Das, Mummeli callt das. Okay, jetzt ist die Frage, gehe ich auf C4, weil C3 ist das. Ich schau mal, ob ich den nächsten 50-50 gewinne. Wenn ja, dann hey, ich sonst noch rein und wenn nicht, dann höre ich auf. Das nicht sagen, aber das ist insane. Viermal hintereinander, viermal hintereinander early ist actually insane. Ja, nein, das ist nur, weil ich hier bin, schau. Ja, true. Warum habe ich denn immer so viel Pech bei dir? Wenn du da bist? Weil ich da nicht im Discord-Call war. Warst du gerade eben. What? Nochmal early? Holy! Ja, aber 50-50. Ja, du warst davor doch auch im Discord-Call und ich habe nicht early bekommen. Und nur irgendwie sowas wie Eye of Perception und Lion's Roar, die schlechteste Standard-Banner-Waffe, die es gibt. What? Oh, was? Schau mal, Frosch ist actually on a roll, das ist crazy. Bro, ich geb dort noch auf C6. Actually on a roll, das ist crazy. Bro, wenn ich jetzt nochmal gewinne, ich glaube, ich hol C6. Frosch on a roll, einfach dreimal hintereinander, also fünfmal hintereinander early und dann dreimal hintereinander 50-50, das ist crazy. Eben, Certified Mormely Luck, es ist einfach crazy. For real. Ich pull nie mehr ohne Murmeli im Call. True. So, Murmeli, du musst deinen Riecher mal auspacken. Wann kommt der wieder? Der Early. Nicht jetzt. Durch diesmal wird's bis so ungefähr so 76 Puls gehen. Ja, will nicht. Murmeli will einfach nicht gönnen. Komm, bitte. Er hat so gelogen. Du hast so gelogen, Murmeli. Aber ja, ich kann es natürlich Clorind, nicht wissen. Clorind kommt jetzt einfach. Meine Präsenz. Holy shit. Oh, what the fuck? Was ist mit Frosch los? 6-mal hintereinander early, 4-mal hintereinander 50-50 win. Was ist das? Dass es einen Unterschied macht, dass ich nicht hier bin. Schau es dir an. Ja, Digga, bei mir hat es keinen Unterschied gemacht. Ja, bei dir nicht, aber es ist halt, weil ich auch nicht, weil ich hab da nicht so mitgefiebert. Hier fieber ich mit. Ach so, okay, danke. Weil, ja, nein, aber schau mal, du wolltest davor. Ich bin kein Free-to-Play, ich hab auch gepaid. Ich hab. Ja, aber auf. Schau, ich hab. Mein Account hat stolze 20 Euro investiert. Certified Mummeli Luck. Nee, ist nicht 20, Mummeli Luck 25. Ist crazy. Mit dem Frosch-Investment. Das ist actually insane. Das kann actually Mummeli nicht sein. Nochmal Early. Das ist halt einfach doch, das Certified Mummeli Luck. Das ist nochmal Clorin C5 einfach. Nein, leider nicht. Leider nicht. Oh mein Gott. Mummeli, ich brauch den Support, hallo. Okay, aber komm, Clorin, Clorin. Holy shit. What the fuck? Und jetzt muss er C6. Jetzt muss er C6. Das macht actually keinen Sinn. Sorry, aber das ist ja unfassbar unwahrscheinlich. Das ist ja gefühlt noch unwahrscheinlicher als meine Back-to-Back-Kitchings. Nein, das nicht. Aber das ist nicht mein Peak-Luck. Mein Peak-Luck war bei Furina. Ja, aber das ist immer noch crazy, was hier abgeht. Obwohl, actually, nee, ich hatte Pech, sehr Pech mit der Furina-Waffe. Und hier habe ich ja auch einfach instant bekommen. Das ja, eben, schau dir das an, was hier gerade passiert. Das ist einfach Mummeli-Luck. Okay. Problem ist, ich muss. Meine Karte hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Ich muss also physisch iTunes-Karten kaufen gehen. What? Darum. Oh, hast du keine Puls mehr gerade? Ja, Single Puls noch. Wait. Wait, warte, wie viel Cons hast du? Ach so. Das mir fehlt noch eine. Die fehlt mir noch crazy, eine, komm! Ja. Ja, er hat ja 6-mal Clorind bekommen. Jetzt noch eine. Fuck. Zethos? Wie sieht das eigentlich mit Zethos aus? Ah ja, C6. Aber warte, du hast das nochmal, Pull. Ja, Bro. Wait, Level 20. Believe in the singles. Du siehst, was aus das zwei Singles passieren kann. Das ist krank, was Frosch macht. Das ist ja wirklich insane.
Soll ich auch noch ein Tenpool jetzt versuchen? Wie Luke, Bro, bei meinen Furina Pulls, mein einziger Loose. Soll ich einen Tenpool versuchen mit dem Omedilak? Ja. Ich würde es nicht, weil du willst doch Furina kommen. Eigentlich schon, ja. Aber mach es, wenn du willst, aber es ist halt gefährlich. Ja, es ist actually bodenlos gefährlich. Ich glaube, für Whales, es lohnt sich finanziell Murmeli anstellen. Für sein Glück. Ja, das ist ein insanes Return on Investment. Aber wirklich nicht. Ich lach es lieber, weil ich bin ehrlich, Furina Con ist es mehr wert als Gambling. Ich mach einen Alhaytham Tenpool noch. Komm. Ein Alhaytham Tenpool. Und ich krieg nichts. Außer ein Toma, ja, und der ist schon C6. Ist okay, es hat sich nicht gelohnt. Ja, aber das ist gut, dass du nichts bekommen hast. Es wäre gut, wenn ich ein 50-50 verloren hätte. Oder wenn ich so early bekommen hätte. Ach, true, du hast ja noch gar nicht guaranteed. Bro, ich hab jetzt C6R1, ich hab den Charakter noch nicht mal gespielt. Das ist actually stupid. Wait, achso, du meinst Zethos, oder? Nicklorind. Achso. Ja, ihm fehlt noch eine Con. Jetzt muss er ganz kurz irgendwo hinrennen und sich dort eine Giftcard oder so holen. Ja, Frosch, komm. Ja. Yeah. Du bist dann kurz weg, meinst du? Ja, das geht so. Keine Ahnung, 15 Minuten. Let's go. Wait. Was hier passiert? Das hat sich ja noch nicht mal aktualisiert, meine History. Was ein Scam, Alter. Jingle, wie komme ich in dieses Schiffswrack rein in Fontaine? Da ist so eine drin. Und da ist eine Kanone drauf und ich komme nicht rein in den Schiffswrack. Bin gleich wieder da. Ja. Wait, wieder da. Murmeli, sag mal, soll ich genug holen für ein 5-Star oder 2? Einer. Wie viel brauche ich? Nein, ich wirklich für 2, weil sonst musst du am Ende nochmal rennen. Das war fair enough. Kacke, ne? Dicker, yeah. Aber 5-mal hintereinander back to back. Oh, Murmeli, win is insane. Riesen Dankeschön. Du hast meinen Account so geboostet. Mann, warum hast du mir nicht gegönnt, Murmeli? Ich hab gegönnt, aber ich weiß, dass du die Farina Consoles, verstehst du? Ja, aber dann wär's immer noch besser gewesen, hätte ich early bekommen. Aber jetzt wartet. Mann, nee, also ich schieb jetzt alles auf dich. Alles deine Schuld. Aber ich lass ihn auf C0, weil ich glaub, er war es nochmal, der gesagt hat, will testen. Jingling, maybe. Oh, nee, wait, nevermind, du hast sie jetzt, ja. Ich will sie auch testen, weil. Ich ziehe sie wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, okay. Ich mach jetzt mal ein Team, wo ich Chlorind reinpacke plus Sethos. Schade, dass ich keine Chlorind habe. Aber egal. Dafür habe ich guaranteed, das ist halt auch geil. Boah, ich will auch Earlys bekommen. Mann. Das Ding ist halt, Chlorind ist halt nicht wirklich ein Must-Pull. So. Die ist sehr geil zu haben, aber ich meine, es ist nicht schlimm, dass ich sie jetzt nicht bekommen habe. Boah, ich muss da noch Strongboxen. True, also es gibt noch actually sau viel, das ich machen muss. Ich oder glaube. Sie brauche ich eigentlich nicht für meinen Account im Moment, aber ich will sie trotzdem. Ja, ich hätte auch gern Alhaytham. Also für meinen Account brauche ich gar niemanden mehr, by the way. Jingling, weißt du, wie ich in dieses Schiffswrack komme, wo so eine Kanone oben drauf ist und da. Nein. Ich habe actually keinen Plan. Ich weiß nicht mal, von was du überhaupt sprichst. Sprichst du von Inazuma oder von Tane? Fontaine. Kanone? Oh, ich sehe, es ist irgendwie mit einer Höhle verbunden. Boah, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich hab's gerade rausgefunden, es ist mit einer Höhle verbunden. Aber ich muss erst mal den Weg in die Höhle finden. Jo. Also dann, jetzt glaube ich, kann die Farming Session beginnen für Chlorind. Ja, weil gleich bekomme ich nochmal 2 Pulls.